Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier immer montags, mittwochs, freitags und sonntags, um aus dem wichtigsten Buch in der Krishna-Bhakti-Tradition zu lesen, es gemeinsam zu studieren. Neben der Bhagavad-Gita, wie sie ist, sind das unsere wichtigsten Bücher im Krishna-Bewusstsein, in der Krishna-Bhakti-Tradition. Und alle diese Bücher wurden übersetzt und kommentiert von His Divine Grace, A.C., Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer-Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und ja, wir wollen heute hören, wie dieses Kapitel, das 12. Kapitel im ersten Kanto, zu Ende geht. Wir haben heute die letzten 2 Verse. Und falls du hier ein Quereinsteiger sein solltest, in jeder Sendung wird man einen großen Prozentteil auch verstehen, wenn man hier zum ersten Mal einschaltet. Und deshalb bleibt also gerne dran. Abonniert auch gerne den Kanal, dann wisst ihr immer, wie es weitergeht. Wir wollen nämlich das gesamte Srimad Bhagavatam mit den 18.000 Shlokas hier gemeinsam durchstudieren. Mal gucken, ob wir das alles in diesem Leben schaffen, aber wir arbeiten dran. Und ja, heute wird uns die Bhaktin Martina die Punkte präsentieren, die am Montag von den MTB-Nektarhummeln schon besprochen werden. Und dann werden wir schauen, ob ich da noch meinen transzendentalen, hoffentlich transzendentalen Senf noch dazugeben kann. Und bevor wir aber tiefer einsteigen, chanten wir immer ein paar glückverheißende Gebete, damit diese Sendung auch wieder unter einem guten Stern steht von den großen Persönlichkeiten, angefangen mit der höchsten Persönlichkeit Gottes, den spirituellen Meistern und Acharyas, der Göttin Saraswati, das ist die Göttin für Gelehrsamkeit. Und dann haben wir noch Vyasadeva, den wir anbeten, dass er uns auch segnen möge. Er ist der Verfasser des Srimad Bhagavatams und die literarische Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und ja, Martina, magst du die mal einblenden? Ich chante hier mal das Sanskrit. Om Ajnana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Narayana Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Sri Vyasadev, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nashta Prayeshva Bhatreshu Nityang Bhagavata Sevaya Bhagavatyutama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und im reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache.
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Und alle zusammen, schaltet gerne eure Mikrofone einmal ein und auch gerne alle YouTube-Zuschauer. 3, 2, 1. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Hare. Und wir schauen uns direkt den heutigen Vers hier mal an. Es ist der 35. Vers im 12. Kapitel des ersten Kantos. Greift euch gerne euer Buch aus dem Regal und wenn ihr noch keins habt, dann liest gerne hier mit auf dem Bildschirm mit. Ich chante mal das Sanskrit. Ahuto Bhagavan Rajnya Jayajitva Dvijair Nripam Uvasa Katichin Masan Suridam Priyakam Yaya. Und die Wort-für-Wort-Übersetzung. Ahutaha, Moment, Ahutaha, Gerufen. Bhagavan, Shri Krishna, die Persönlichkeit Gottes. Rajnya, Vom König. Yajahitva, Veranlassend durchführen zu lassen. Dvijayi, Von den gelehrten Brahmanas. Nripam Im Auftrag des Königs. Uvasa Residierte Katichit einige Masan Monate Suridam um der Verwandten willen, Priyakam um der Freunde willen. Übersetzung. Nachdem Sri Krishna, die Persönlichkeit Gottes, von Maharaj Yudhisthira zu den Opfern eingeladen worden war, achtete er darauf, dass sie von fähigen, zweimal geborenen Brahmanas durchgeführt wurden. Danach blieb der Herr zur Freude der Verwandten noch einige Monate bei ihnen. Erläuterung von Srila Prabhupada. Sri Krishna wurde von Maharaja Yudhishthira eingeladen, die Durchführung des Yagya zu beaufsichtigen. Und um den Anweisungen seines älteren Vetters nachzukommen, ließ der Herr die Yagyas von gelehrten, zweimal geborenen Brahmanas ausführen. Die Geburt in der Familie eines Brahmana befähigt noch lange nicht dazu, Yagyas zu vollziehen. Man muss durch richtige Schulung und die Einweihung durch einen echten Acharya zum zweiten Mal geboren werden. Die einmal geborenen Abkömmlinge von Brahmana-Familien sind den einmal geborenen Shudras gleich. Und solche Brahmana-Bandhus oder unqualifizierten einmal geborenen Abkömmlinge können bei keiner religiösen oder vedischen Zeremonie als Priester zugelassen werden. Sri Krishna wurde damit betraut, für eine ordnungsgemäße Durchführung zu sorgen. Und vollkommen wie er ist, stellte er dem Erfolg der Yagyas sicher, indem er sie von echten, zweimal geborenen Brahmanas ausführen ließ. Tato Rajnya Vyanujñātā Krishnaya Sahapandubhi Yayau Die Wort-für-Wort-Übersetzung. Wir können hier alle ein bisschen Sanskrit lernen. Tataha Danach Rajnya vom König Abhyanujñātā die Erlaubnis habend, Krishnaya wie auch von Drupadi, Saha, ja, Saha, gemeinsam mit Bandubihi, anderen Verwandten, ja, jau, begab sich nach Dvara, ja, Dvaravatim, Dwarakadama, Brahman, O Brahmanas, Sar Arjuna, gemeinsam mit Arjuna, Yadubihi,
Von den Angehörigen der Yadu-Dynastie Vritaha. umgeben. Übersetzung. O Shaunaka, nachdem sich Sri Krishna von König Yudhishthira, Draupadi und den anderen Verwandten verabschiedet hatte, machte er sich in Begleitung von Arjuna und anderen Angehörigen der Yadu-Dynastie auf den Weg nach Dwaraka. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterung zum 12. Kapitel im ersten Kanto des Srimad Bhagavatam mit dem Titel Die Geburt des Kaisers Parikshit. Vielen Dank. Und wir können ja noch mal die beiden Verse noch mal lesen. Ja, gerne. Nachdem Sri Krishna, die Persönlichkeit Gottes von Maharaj Yudhisthira, zu den Opfern eingeladen worden war, achtete er darauf, dass sie von fähigen, zweimal geborenen Brahmanas durchgeführt wurden. Danach blieb der Herr zur Freude der Verwandten noch einige Monate bei ihnen. O Shaunaka, nachdem sich Sri Krishna von König Yudhishthira, Draupadi und den anderen Verwandten verabschiedet hatte, machte er sich in Begleitung von Arjuna und anderen Angehörigen der Yadu-Dynastie auf den Weg nach Dwaraka. Vielen Dank. Ja, und was habt ihr da schon am Montag ausgetüftelt? Ja, genau. Ich blende dich mal kurz mit ein. Moment. Okay, ich hoffe, meine Kamera ist schon wieder so ein bisschen kriselig. Genau. Ja, wir haben uns natürlich auch gefragt, was bedeutet es, zweimal geboren? Wer ist zweimal geboren? Und dann sind wir darüber nachher über die Erst- und Zweiteinweihung gekommen. Und wir hatten am Anfang eine externe Audiodatei, wo es nochmal um die ägyptische Sicht über das ägyptische System gab. Aber das war dann nachher, da konnten wir nicht weiter drauf einsteigen und deswegen gehe ich da jetzt auch gar nicht weiter drauf ein. Und ja, und wir haben uns gefragt, was bedeutet auch zweimal geboren und das mit der Einweihung. Und dann ging es einmal, gab es den Punkt, dass es einfach wichtig ist, die Erkenntnis und den Wunsch nach Gott zu haben oder oder Gott anzunehmen oder auch Gott zufriedenzustellen und eben auch nach Selbsterkenntnis. Also dass sozusagen, dass wir uns auch eine Einweihung wünschen, die dann wie eine Zweitgeburt ist. Und dann haben wir uns eben immer gefragt, ist es die Ersteinweihung oder die Zweiteinweihung, die dann tatsächlich und also uns oder naja, uns wahrscheinlich eh sowieso nicht, aber den Status eines zweimal Geborenen gibt. Da sind wir dann später, haben wir da einfach auch noch mal länger drüber gesprochen. Und dann gab es einfach so eine schöne Beschreibung von Chitshakti, fand ich, dass ja, dass wir uns erstmal beim Guru einschreiben müssen, wie an so einer Universität oder an irgendwie einer Schule. Wir müssen uns da beim Guru erstmal bemerkbar machen ja, uns anmelden, wir möchten gerne Einweihung haben. Und dann geht es darum, dass man erstmal den Guru auch kennenlernt, dass es so eine Beziehungsarbeit geben muss, weil wir sollten auch schon uns gut überlegen, mit wem wir dann den Rest oder auch weitere Leben teilen. Also auch der Guru und der Schüler muss ja testen. Passen wir zusammen? Sind wir auf einer Wellenlinie? Stimmt die Chemie auch beim näheren Hingucken? Und beim näheren Hinhören. Und beim näheren Hinhören, genau. Ja, und dann ist es eben so, dass man dann gefragt wird vom Guru, ob wir Einweihung denn nehmen möchten, weil so wie ich es verstanden habe, Chitshakti, berichtige mich, wenn ich das falsch sage, oder ihr anderen, dass der Guru dann schon den Zeitpunkt bestimmt oder auch wenn er das Gefühl hat, dass wir jetzt reif dafür sind, dass er uns dann die Einweihung auch anbietet, also zu dem Zeitpunkt. Weil er nimmt ja auch die Sünden auf sich, die wir begangen haben. Und das ist eben auch, das muss man sich auch reiflich überlegen. Und wenn wir dann aber eingeweiht sind, dann sind wir erstmal auch wieder reingewaschen und sollten dann durch die vier regulierenden Prinzipien eben
auch kein weiteres negatives Karma anbauen. Okay, vielleicht hier Ja, erstmal genau. Ich denke, das ist ein ganz, weil daher kommt noch ein schöner Punkt. Aber hier können wir erstmal so einen Break machen, denke ich auch. Ja. genau, also zu dem ersten Punkt mit der Einweihung oder mit dem zweimal geboren sein. Hier ist es wichtig zu verstehen, dass im Kali-Yuga, da gibt es auch ein Zitat aus den Schriften, Kalau Shudra Sambhavaha, dass im Kali-Yuga so gut wie alle Menschen als Shudras zur Welt kommen, weil die Eltern die Kinder nicht mehr nach Vorschriften gezeugt haben, die in den Veden vorgegeben werden, um eben gleich dafür zu sorgen, dass Menschen alle Voraussetzungen bekommen, um in den Stand eines Brahmanas erhoben zu werden. So, da gibt es bestimmte Rituale, die heißen auch Gabhadhana-Zeremonie. Die fangen schon vor der Zeugung an. Da wird zum Beispiel astrologisch erstmal geschaut, wann ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um ein Kind zu zeugen. Ich meine, wer tut sowas heute? Die John Lennon sagte einmal, ich habe es euch schon mal erzählt, John Lennon sagte einmal, die meisten Kinder heute werden nach einer Flasche Alkohol nach einem Kinobesuch gezeugt. John Lennon. So. Und das ist halt im Kali-Yuga nicht mehr gegeben. Und deshalb sind wir eben alle in einer nicht so günstigen Ausgangsposition. Und selbst diejenigen, die sich Brahmanas nennen, da gibt es in Indien doch noch einige, die das so für sich beanspruchen. Wie viele indische Leute habe ich schon getroffen und die mir dann gesagt haben, sie seien Brahmana vom Stand her. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was macht ihr denn? Was machen Sie denn so den ganzen Tag? Ja, ich habe ein kleines Geschäft mit Elektrozubehör. Dann sage ich, naja, aber das ist ja eigentlich nicht, was Brahmanas machen. Brahmanas, die lehren das, was in den vedischen Schriften steht. Sie vollziehen spirituelle Zeremonien. Sie verehren die Bildgestalt im Tempel. Sie bilden andere Menschen aus, auch besonders was spirituelle Themen betrifft. Ich sehe da gar nichts bei dir in der Richtung. Aber sie sind trotzdem der Meinung, nein, sie haben auch dann an den Nachnamen erkennt man das dann auch oft, wenn zum Beispiel jemand Sharma heißt mit Nachnamen, dann wissen alle schon, oh, das sind die Brahmanas. Und wenn jemand Agarwal heißt, von Agarwal kommt das europäische Wort Agra, also Agrarkultur. Dann wissen alle schon, ah, das ist ein Landwirt, der kommt aus einer Vaishya-Familie. Und so kann man oft an den Nachnamen schon erkennen, wer zu welchem Stand gehört. Aber in der Realität sieht man eben, dass die Menschen in den meisten Fällen gar nichts praktisch tun, was diesem Nachnamen dann auch gerecht wird. So, und deshalb bleiben eigentlich alle, obwohl sie tolle Nachnamen haben, auf der Ebene von Shudras. Ich gebe euch mal ein Beispiel, mein einweihender spiritueller Meister, da kommen wir auch schon zu dem Thema, aber erstmal eine kleine Anekdote. Der flog einfach von London nach Mumbai mit dem Flugzeug. Air India. Und er hatte mal erzählt, da saß neben ihm ein indischer Gentleman und der saß zufällig neben ihm
Und dann, wir kennen das, dann kommt die Stewardess mit diesem Rollwagen durch den Gang und fragt, was man denn gerne hätte. Wasser, Orangensaft und dann auch Bier oder noch kräftigere Sachen. Und Harikesha Swami, er sagte, ich hätte gerne einen Orangensaft. Und der andere, der Gentleman an seiner Seite, sagte dann, ich hätte gerne einen Whisky. Und so rollte dieser Wagen mehrere Male in so einem Interkontinentalflug, rollt der Wagen da doch schon oft hin und her. Und er nahm sich also einen Whisky nach dem anderen, hatte auch einen Brahmaner Nachnamen übrigens, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Und Harikesha Swami nahm immer Wasser oder Orangensaft. So, und am Ende, als das Flugzeug dann landete in Mumbai, war dieser indische Fahrgast völlig betrunken. Völlig betrunken. So, und jetzt kommt es nochmal. Dann, als alle die Anschnallgurte öffnen durften, als dieses Zeichen kam, da drehte sich der indische Fahrgast zu Harikesha Swami um und ganz laut, alle hörten es. Ich sage es mal auf Englisch und dann übersetze ich das. This is our culture. Und er zeigte so auf Harikesha. This is our culture. Und er hatte Tränen in den Augen. Er war zwar sturzbetrunken, aber das hatte er irgendwie noch verstanden. Oder das ging ihm irgendwie ziemlich durch Mark und Knochen, so schien es. Das war so eine Verwirklichung, die er hatte, obwohl er stark unter Alkoholkonsum litt. Ja, und was er eigentlich sagen wollte, ist, dass so müsste sich ein Brahmana eigentlich benehmen in einem Flugzeug. Er kann da sich nicht voll laufen lassen wie ich, obwohl ich einen brahmanischen Nachnamen habe. Und dann haben wir hier jemanden aus Europa oder aus Amerika, der aus einer ganz anderen Kultur kommt, wo man noch nie was von Brahmanas gehört hatte, bei der Zeugung oder beim Hochgroßziehen dieser Kinder. Aber er verhält sich wie ein Brahmana. Das hat er einfach schon an den Trinkgewohnheiten festgemacht. So das einfach mal so als Grundlage. Und was das mit den zweimal Geborenen betrifft, die Idee ist, dass zum Zeitpunkt der Geburt, da spricht man dann von der ersten Geburt, weil die sieht bei allen Menschen und sogar bei den Tieren gleich aus, mehr oder weniger. Nehmen wir mal die Säugetiere. Da sieht die Geburt nicht so viel anders aus wie bei einer menschlichen Geburt. Und es heißt in den Schriften, ja, wenn ein Mensch nur einmal geboren wird, dann hebt er sich nicht wirklich von der tierischen Geburt ab, weil es sieht alles ähnlich aus, der ähnliche Vorgang. Aber dann, wenn eine zweite Geburt stattfindet, und zwar in dem Moment, wo der Mensch sich sozusagen, wo der Mensch spirituell geboren wird, das heißt, ein spirituelles Verständnis bekommt von allem, was wir zum Beispiel in der Bhagavad Gita herkennen oder was wir hier im Srimad Bhagavatam besprechen. Wenn der Mensch zu einem höheren Verständnis kommt, ah, ich bin gar nicht dieser Körper, ich bin eine ewige spirituelle Seele, dann gibt es eine höchste Seele, das ist Gott und alles geht von ihr aus und meine Bestimmung oder meine Aufgabe ist es eigentlich, mich in Yoga zu verbinden. Yoga heißt Verbindung, mich mit Gott zu verbinden in diesem Leben, um dann zum Zeitpunkt des Todes mich vollständig von der materiellen Welt als spirituelle Seele zu verabschieden und zurück zu meiner ewigen Heimat der spirituellen Welt zu gelangen. So, wenn dieses Verständnis sozusagen aufblüht, dann spricht man von einer zweiten Geburt.
Das ist die Geburt, die uns von der tierischen Geburt unterscheidet, die uns die Möglichkeit gibt, aus dem Kreislauf von Geburt und Tod herauszugelangen. So, und so gesehen, in dem Moment, wo wir uns von einem spirituellen Meister in den vedischen Schriften erleuchten lassen, man spricht hier auch, dass der spirituelle Meister repräsentiert den höchsten Vater und die vedischen Schriften repräsentieren die höchste Mutter. Das heißt, hier findet sozusagen wieder eine Zeugung statt, eine Schwängerung und hervor kommt der zweimal Geborene. Ja? So, und er wird also vom spirituellen Meister in den Weisheiten der vedischen Schriften erleuchtet. Ja, und das ist dann die zweite Geburt. So, und die Dvijas, wir haben hier von den Dvijas gehört, das sind die zweimal Geborenen. Das Wort Dvi, da erkennen wir das Wort zwei. Das kann man schon so ableiten. Auf Englisch tu mit T-W-O. Und so finden wir das in vielen europäischen Sprachen. Das heißt also zwei und Ja heißt Geburt. Ja, Janma, die Janmashtami kennen wir, die Geburt am achten Tag nach Vollmond von Krishna. Janmashtami, Ja, da ist auch dieses Wort Ja. Also Dvija heißt zweimal geboren. So, und die Brahmanas wurden oft Dvijas auch genannt, weil die Brahmanas eben, da wurde dann eben dafür gesorgt, auch von den Eltern schon, dass sie von einem spirituellen Meister geschult wurden, schon während ihrer Kindheit. Man nannte das dann Gurukula. Sie kamen in die Schule eines Gurus und der Guru hat sie dann auch spirituell unterwiesen. Und dann wurden diese Schüler auch eingeweiht. Das gibt es teilweise heute noch in Indien, dass es dann einen sogenannten Familienguru gibt. Bei den Pandavas gab es auch so einen, der hieß Daumya Muni. Und der hat dann den Kindern, 12, meistens waren sie so 12 Jahre alt, spricht man da schon von Kindern oder frühen Teenagern, hat er dann haben sie dann eine sogenannte Einweihung bekommen, wo auch eine Schnur umgehangen wurde und Gayatri-Mantras gechantet wurden. Dann waren sie offiziell zweimal geboren. Es gibt sogar heute noch von den sogenannten Brahmana-Familien, die es da in Indien ernster meinen oder noch ernster handhaben, ist da tatsächlich noch ein Familienpriester. Und dann gibt es auch mit 12 Jahren oft so eine Schnureinweihung. Und aber man muss leider sagen, es ist eben auch viel nur noch ein hohles Ritual. Die Kinder oder Jugendlichen und dann Erwachsenen später folgen nicht wirklich den brahmanischen Standards. Nicht alle, es gibt auch fairerweise gibt es da noch welche, wo das noch eingehalten wird. Aber der größere Teil folgt diesen Standards nicht mehr. Und so kommen eben auch später dann diese Leute und sagen, nö, ich habe diese Schnur schon bekommen, als ich 12 Jahre alt war oder in diesem Alter war. Ich bin ein Brahmana. Und aber dann ist eben, wie hier Srila Prabhupada auch in der Erläuterung schreibt. Kannst du die Erläuterung noch mal einblenden? Warte. Da geht Srila Prabhupada noch mal davon ein. Lass uns das noch mal kurz lesen. Sri Krishna wurde von Maharaj Yudhishthira eingeladen. Ich fange noch mal oben an, die Durchführung des Yajna zu beaufsichtigen und um den Anweisungen seines älteren Vetters nachzukommen, ließ der Herr die Yajnas von gelehrten zweimal geborenen Brahmanas ausführen.
Die Geburt in der Familie eines Brahmana befähigt noch lange nicht dazu, Yajnas zu vollziehen. Man muss durch richtige Schulung und die Einweihung durch einen echten Acharya zum zweiten Mal geboren werden. Die einmal geborenen Abkömmlinge von Brahmana-Familien sind den einmal geborenen Shudras gleich. Und solche Brahma-Bandhus, man sagt auch Freunde der Brahmanas, das ist ein netter Ausdruck, ein höflicher Ausdruck von oder unqualifizierten einmal geborenen Abkömmlinge, können bei keiner religiösen oder vedischen Zeremonie als Priester zugelassen werden. Okay. So, mit anderen Worten kannst du wieder umschalten. Mit anderen Worten, das ist eben der Prüfstein, ob auch eine Schulung stattgefunden hat, eine Schulung mit erfolgreichem Abschluss. Was nützt uns zum Beispiel eine tolle Schulung in einer Universität, aber wir machen nie unsere Magisterarbeit oder Doktorarbeit? Man sagt dann immer, ihr kennt vielleicht so, ich kenne einige Leute, ja, ich habe das und das studiert. Ja, und dann fragt man sie, und hast du auch einen Abschluss? Nee, ich habe dann abgebrochen im zweiten Semester. Ja, aber es ist immer dieses, ich habe Sozialpädagogik studiert. Ne? Und dann, wenn man aber tiefer mal nachfragt, also wenn kein erfolgreicher Abschluss da ist, dann wird uns das nicht viel helfen, wenn wir uns irgendwo bewerben und sagen, ich habe das und das studiert, aber keinen Abschluss vorweisen können. Und genauso, wenn diese angehenden Brahmanas zwar offiziell in eine Schule gegangen sind, aber am Ende weisen sie keine brahmanischen Gewohnheiten und Charaktereigenschaften auf, dann ist eigentlich, wie Srila Prabhupada hier sagt, ist das nicht ganz ernst zu nehmen. Und noch schlimmer, bei vielen Brahmanas, in Anführungsstrichen Brahmanas, findet überhaupt keine brahmanische Ausbildung mehr statt. Und da sagt Srila Prabhupada, dass die dürfen nicht solche Zeremonien durchführen. Das ist wie, dieses Beispiel gibt Srila Prabhupada auch hin und wieder, das ist wie wenn ein Kind zur Welt kommt von Chirurgen, ja, also Ärzte, die Chirurgie betreiben. Da kommt dann ein Kind zur Welt und kriegt keine Ausbildung und auch hat kein Medizinstudium, kein Praktikum jemals im Krankenhaus. Und würden wir uns dann von so einem Menschen chirurgisch behandeln lassen? Wer würde das machen? Du weißt, er kommt zwar aus so einer Familie, aber hat überhaupt keine theoretische und praktische Erfahrung. So, und das ist eben, diesen Punkt macht Srila Prabhupada hier. Und das ist eben, was unbedingt auch mit beachtet werden muss. So, und jetzt zu eurer Frage in der ISKCON. Wie sieht das jetzt praktisch in der ISKCON aus? Ich stelle mir mal vor, dass ihr euch diese Frage, dass das in diese Richtung ging. Wie sieht Ja, das wir für hatten, uns praktisch ja, aus? genau, wir hatten auch ähnlich dann, wie du es auch schon ausgeführt hast, dass bei der, also dass, ja, eigentlich auch, dass die Zweiteinweihung, beziehungsweise dass keine geschulten Brahmanas so Opfer ausführen dürfen, ne? Also das haben wir auch gesagt. Ja, da darf ich, bevor du das mit der Ja. ISKCON sagst, nochmal, weil diesen Punkt, den fand ich jetzt auch nochmal so schön, weil du auch gerade über die Namen gesprochen hast, die ja eben auch bestimmte Dinge besagen. Das ist ja auch wie Müller. Die heute heißen die ja auch Müller und sind kein Müller mehr, so ungefähr, aber Schneider, Müller, ja, genau, ne? Schmidt, Aber Schmidt, genau. der Schmied, ja. Ach, der Schmied, ah ja, okay, genau. Ja, und was ich ganz, ganz schön fand, also wir haben dann eben ja auch darüber gesprochen, also diese Schritte, bevor wir uns dann einweihen lassen,
Und wenn man dann eingeweiht wird, haben einige gesagt, dann fühlt sich das wirklich auch an wie eine neue Geburt. Also wie als auch, ich habe auch schon gehört, als wäre eine Last von den Schultern, man fühlt sich leicht. Und was auch gesagt wurde, und das fand ich so richtig schön, ist, man erkennt den eigenen spirituellen Namen. Also es ist so, als wenn, ach ja, ne, als wenn man sozusagen als Seele schon immer diesen spirituellen Namen einfach auch trägt und erkennt man ihn wieder. Aber dann wurde eben auch gesagt, dass es nicht bei jedem so ist. Und dann haben wir halt nochmal so ausgeführt, dass also dieser spirituelle Name, habe ich so gesagt, ist wie so Nabelschnur zur spirituellen Welt. Und wir können uns ja auch zu diesem Namen hin entwickeln. Also es ist ja auch eine Motivation, wenn wir jetzt einen bestimmten Namen haben mit einer bestimmten Bedeutung und wir merken aber ja, wir können uns vielleicht noch nicht so richtig identifizieren oder wir haben vielleicht diese Eigenschaften oder Fähigkeiten, die dieser Name vielleicht beinhaltet, noch nicht so ausgeprägt oder noch nicht so ausgelebt, wie könnte man auch sagen, dann ist es, könnte man ja auch, dass wir uns zu diesem Namen dann hin entwickeln. Und das fand ich auch nochmal einfach, dass dieser Name, das ist ja nicht einfach irgendein spiritueller Name, den wir dann bekommen von spirituellen Meister, sondern der wird uns ja auch zugeordnet, also von Krishna eigentlich gegeben, genau. Genau, also das Wichtigste an diesem spirituellen Namen ist, dass wir ja ein Diener sind von Krishna. Genau. Das Ein ist auch Diener noch, ja. von, genau, ein Diener von Krishna, oder manchmal gibt es auch die Einweihung, der Einweihungsname ist denn, dass wir ein Diener von einem Diener von Krishna sind, ne? Was ja, was nicht, weniger ist. Es gibt einen Vers, wo Krishna sagt, diejenigen, die sagen, sie seien meine Geweihten, sind eigentlich gar nicht meine Geweihten. Aber diejenigen, die sagen, sie sind die Geweihten meiner Geweihten, das sind meine Geweihten. Genau. Ja, das wurde auch gesagt, dass eben der Name, die Bedeutung und eben das hintendrin ja immer das oder das sie sozusagen der Diener, dass das Wichtige auch ist. Das stimmt. Genau, also oft ist es tatsächlich so, dass diese Namen bestimmte Eigenschaften, zum Beispiel von Krishna, hervorheben und oder von Radharani hervorheben. Und dann stellt sich vielleicht heraus später, dass derjenige, der diesen Namen hat, auch so ein bisschen solche Eigenschaften, ein bisschen stärker äußert. Ja, genau, das genau. Lassen wir mal so stehen, würde ich sagen. Die Chitchakti meldet Chitchakti, sich gerade genau. genau. Dein Mikrofon. Ja, dran kommen. Ja, was ich als ganz, ganz beeindruckend, ganz wunderschön finde, wenn man jetzt eingeweiht ist, man hat einen spirituellen Meister, ist es so, man ist ja jetzt nicht unbedingt, jetzt habe ich diese Einweihung und nun bin ich nun, ach, so gebildet, ich bin alles Mögliche. Ich weiß alles über die Spiritualität, ich weiß, wie ich zurückkomme zu Krishna, ich weiß dies, das, das, das. Nein, das ist ja nicht so. Das erwerben wir uns in dem Punkt, da fangen wir ja überhaupt erstmal an zu lernen. So, und man muss das vielleicht auch nicht gerade gleich in alles in einem Leben hinkriegen. Aber das Schöne dabei ist, unser spiritueller Meister, was er auf sich genommen hat, das ist gar nicht zu beschreiben, welche Barmherzigkeit das ist. Er kommt Leben für Leben wieder zurück. So lange, bis er auch die letzte Kröte, sage ich mal, Entschuldigung, damit meine ich mich jetzt vielleicht, auch die letzte Kröte irgendwie noch nach Hause zurück zu Krishna geholt hat. Hare Krishna. Ja, genau. Prima. So, Du jetzt wollte wolltest nur ich, sagen mit der ISKCON, genau. genau, Da, jetzt ist es noch mal so.
Ihr hattet diese Frage, was ist jetzt mit der ersten Einweihung, die zweite Einweihung? Heißt es zweite Einweihung, weil es vielleicht etwas mit der zweiten Geburt zu tun hat? Solche Fragen könnten auftreten. Und wir müssen, deshalb hatte ich das vorhin nochmal genauer erklärt, wir müssen halt verstehen, wir befinden uns im Kali-Yuga und diese ganzen brahmanischen Sanskaras sind in 99,999% nicht durchgeführt worden. Das heißt, keiner kann sich gleich auf den Brahmana-Stand erheben im Kali-Yuga, so einfach. Also die allerwenigsten, sondern wir können erst diese Reinigung erfahren, indem wir den Vorgang ausführen, um uns im Kali-Yuga zu reinigen und von den Unreinheiten des Kali-Yugas fernzuhalten. Und da gibt es einen wichtigen Vers, Harya, den habt ihr alle bestimmt schon mal gehört, Harya Nama, Harya Nama, Harya Nama Eva Kevalam, Kalau Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva Gatya Anyataha. Chichakti, du nickst so enthusiastisch mit dem Kopf. Hast du die Bedeutung vielleicht auch? Du siehst so aus, als wärst du dir über die Bedeutung da total im Klaren. Jein, jein. Es war einer der ersten Verse, die ich gelernt habe. Wir Boah. können das ja zusammen machen. Ich will dich Ja. jetzt auch nicht in Verlegenheit bringen. Also Harya Nama, Ja, Chichakti. also wir sollen die heiligen Namen, die sollen wir immer wieder, immer wieder, immer wieder rezitieren, lesen und so weiter. Und denn mit diesen heiligen Namen, ja, im Prinzip kommen wir wieder nach Hause sozusagen. Und Genau. nichts anderes hilft, ne? Dieses Evanasti, Evanasti Ja, genau. heißt Es ja, gibt keinen es anderen gibt Weg. keinen anderen Weg, genau. Es Ja. gibt nur diesen einen Weg, genau. Genau. Ja. Dann. Ja. So, Ja, ich hätte es bei jetzt auch uns nicht ist es gesagt. nicht so, wir sagen nicht, Jesus ist der einzige Weg, sondern unser Motto ist, du kannst in jeder Religion gerne weiterhin bleiben, aber es gibt keinen anderen Weg außer dem Lobpreisen des heiligen Namens, in welcher Religion auch immer, finde ich persönlich ein bisschen sympathischer. Da kann man noch ein bisschen atmen. Jesus sagte auch, geheiligt werde dein Name. Genau. Also an Jesus soll es nicht liegen, eher an einigen, an seinen Anhängern, die das vielleicht ein bisschen zu engstirnig für sich verstanden haben. Auf jeden Ausgedrückt. Fall. Ja, auf jeden Fall, Harya Nama ist eben der Name Haris. Das wird dann hier dreimal wiederholt. Harya Nama, Harya Nama, Harya Nama, Eva Kevalam. Und dann dieses Kalau ist das Kali-Yuga. Ah, okay. Ja, in diesem Zeitalter des Kali, Nastyeva, gibt es keinen anderen Weg, keinen anderen Weg, keinen anderen Weg. Gati ist das Ziel, ne, um das höchste Ziel zu erreichen. Das heißt, das ist nämlich die erste Einweihung. Da bekommen wir den heiligen Namen, den Namen Haris. Und wenn wir den chanten, werden wir frei von dem Einfluss des Kali-Yugas. Wenn wir dann auch noch die vier regulierenden Prinzipien ernsthaft befolgen und gleichzeitig parallel den heiligen Namen chanten, dann kann uns die Verunreinigung des Kali-Yugas nicht mehr viel anhaben. Und dann, durch diese Reinigung, die wir dann erfahren, dann haben wir auch die Möglichkeit, auf das Level eines Dvijas oder sagen wir mal eines, da gibt es noch ein anderes Wort, eines Brahmanas zu kommen, der eben diese tugendhaften Eigenschaften verkörpert. Also ein Brahmana sollte alle tugendhaften Eigenschaften verkörpern. Und an dieser Stelle, ich schaue mal kurz auf den Glockenturm,
an dieser Stelle, um das nochmal zu veranschaulichen, es gibt ja den spirituellen Meister von Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Den sieht ihr, ja, den kann ja vielleicht mal jemand, na, auf jeden Fall, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur brachte zusammen mit seinem Vater schon, Bhaktivinoda Thakur, brachte er ganz schön das die Hindu-Gesellschaft, den Hindu-Aufbau ein bisschen aus den Fugen, weil er etablierte auch sehr kraftvoll mit Shastra und durch seine Predigerarbeit. Er war ein sehr kraftvoller Prediger. Wenn er sprach, kamen Tausende von Leuten und hörten ihm zu. Er etablierte, dass die Vaishnavas, auch wenn sie nicht als Brahmanas geboren wurden, hier haben wir ein schönes Bild, vielen Dank. Das ist Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Er etablierte, dass Menschen, selbst wenn sie nicht aus Brahmana-Familien kamen, auf der höchsten Stufe eines Vaishnavas geachtet werden sollten. Ja, danke schön, Martina. Und er sagte, dass die Vaishnavas sogar höher seien, dass unter Umständen jemand, der, sagen wir mal, aus einer Shudra-Familie stammt, in dem Moment, wo er ein ernsthafter, praktizierender Vaishnava geworden ist, ist er sogar noch höher einzustufen als ein Brahmana, ein in Anführungsstrichen gewöhnlicher Brahmana, und kann auch alle Opferzeremonien und was es da alles gibt, durchführen. Und da weihte er also solche Leute auch zu Brahmanas ein, gab ihnen auch dann so eine Schnur und erlaubte ihnen dann solche Pujari-Tätigkeiten und Ähnliches durchzuführen. Und das brachte viele der sogenannten Smarta Brahmanas oder Kasten-Brahmanas total auf den Plan. Die ärgerten sich darüber und waren der Meinung, er zerstöre die Hindu-Kultur. Und dann gibt es also sie forderten ihn heraus und es sollte dann eine Debatte geben, wo also viele, viele Menschen kamen, besonders viele Kasten-Brahmanas kamen, forderten ihn zu einer Debatte heraus. Und so sprachen erst verschiedene Führer dieser Smarta Brahmana Abteilung und dann kam eben Bhaktisiddhanta Saraswati auf die Bühne und sollte sein Plädoyer geben. Und da waren also sehr viele gelehrte Leute dabei und eben auch diese Anführer von den Kasten-Brahmanas, da waren auch welche sehr gelehrt, die konnten also auch die vedischen Schriften teilweise in- und auswendig. Und diese Rede, die dann Bhaktisiddhanta Saraswati hielt, die ist sehr berühmt, weil er in der ersten Hälfte seiner Rede verherrlichte er mit zahllosen Versen die Stellung der Brahmanas. Diese Verse finden wir auch in zahlreichen Schriften, die tugendhaften Eigenschaften, zum Beispiel in der Bhagavad Gita, Shamodamas Tapo Shaucham Kshantya Ajavam Evacha, ein Brahmana ist duldsam, er ist friedfertig, er ist rein, er ist religiös, er ist entsagt. Er ist gelehrt und er ist weise. Na, das sind alles so Eigenschaften. Und die Brahmanas, diese Kasten-Brahmanas, hörten diese Verse und wiegten sich immer mehr. Sie waren immer zufriedener. Einige waren der Meinung, endlich hat dieser Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur es verstanden und bestätigt uns jetzt endlich. Und sie waren richtig begeistert. So. Dann kam die zweite Hälfte seines Vortrags. Und dann fing er an, Verse zu zitieren, die den meisten dieser Kasten-Brahmanas nicht so geläufig waren, aber er gab genau die Stellen an, wo man sie alle fand. Und
So, und zwei Verse, die habe ich hier für euch mal herausgesucht. Und zwar aus dem dritten Kanto, zweiter Teil. Und an dieser Stelle wollte ich euch ein ganz kleiner Einschub, Moment, mal gucken, ob ich das hinkriege. Ein kleiner Einschub. Ich hatte gerade eine Meldung bekommen von unserem Oliver, der auch regelmäßig unsere Sendung hier sieht. Und er wollte uns mitteilen, dass jetzt nach der Batra-Aktion, ihr könnt euch erinnern, wo man sich gegenseitig das Bhagavatam verschenkt, hat er jetzt tatsächlich ein Srimad Bhagavatam geschenkt bekommen. Und das wollte er uns mal zeigen. Hier ist sein neues Srimad Bhagavatam Set mit allen 12 Büchern. Und jetzt wollte ich euch die zwei Verse mal vorlesen. Es ist im 33. Kapitel des dritten Kantos. Da sagt Kapila zu seiner Mutter Devahuti: Ganz zu schweigen von dem spirituellen Fortschritt von Menschen, die die höchste Person von Angesicht zu Angesicht sehen, das sind die Vaishnavas. Sogar jemand, der in einer Familie von Hundeessern geboren wurde, wird augenblicklich befähigt, vedische Opfer darzubringen, wenn er nur einmal den heiligen Namen des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, ausspricht oder über den Herrn chantet, von seinen Spielen hört, ihm Ehrerbietungen darbringt oder sich auch nur an ihn erinnert. So, da muss man sich jetzt mal die Gesichter dieser Kastenbrahmanas vorstellen. Und es wird noch getoppt mit dem nächsten Vers. O, wie glorreich sind diejenigen, deren Zungen deinen heiligen Namen chanten. Selbst wenn sie in den Familien von Hundeessern, also das ist noch jenseits eines Shudras, geboren wurden, sind solche Personen verehrenswert. Diejenigen, die den heiligen Namen deiner Herrlichkeit chanten, müssen alle Arten von Entbehrungen und Feueropfern ausgeführt und alle guten Umgangsformen der Arias entwickelt haben. Dass sie den heiligen Namen deiner Herrlichkeit chanten, bedeutet, dass sie an heiligen Pilgerorten, an allen heiligen Pilgerorten gebadet, die Veden studiert und alle erforderlichen Bedingungen erfüllt haben müssen. Das waren unter anderem die Verse, die er da dann den Brahmanas um die Ohren gehauen hat und so etabliert hat, dass im Kali Yuga, in dem Moment, wo wir diesen Vorgang ausführen, nämlich dass diesen Sankirtana-Yagya und dieses Chanten von Hare Krishna und die vier regulierenden Prinzipien, in dem Moment erheben wir uns sogar noch über gewöhnliche Brahmanas und dann ist das auch wie eine zweite Geburt zu verstehen. Ja, da habe ich jetzt einmal tief ausgeholt. Martina, der Glockenturm ist in greifbarer Nähe. Ja, genau. Kannst du noch mal die Verse sagen? Schrieb mal, dritter Kanto, Vers 33, Kapitel 33 und die Nummer vom Vers. Vers 6 und 7. Okay, Für danke. alle, die ein Srimad Bhagavatam zu Hause schon haben, prüft das mal nach, ob das da wirklich drinne steht, und ihr werdet staunen. Ja, wir hatten auch noch mal, das auch noch mal, nehme ich auch noch mal den Vers 17, also Srimad Bhagavatam, 11. Kanto, 17. Kapitel, 22. Vers. Da steht auch nochmal was über den Gayatri-Mantra und die zweite Geburt drin. Das ist auch nochmal sehr interessant. Also das bestätigt eigentlich auch, was du gesagt hast. Darüber haben wir auch nochmal kurz gesprochen. Genau. Genau. Also Ja. im Kali-Yuga ist das alles nicht so kompliziert. Ne, das geht einfach darum, wir chanten den heiligen Namen. Wir folgen. Am Anfang bemüht man sich, aber man versucht wirklich dann auf die Ebene zu kommen, wo wir den vier regulierenden Prinzipien auch folgen. Und dann ist eigentlich auch. Dann entwickeln wir noch, arbeiten wir noch an guten Eigenschaften.
die auch beschrieben werden, die 26 Eigenschaften eines Vaishnavas, wie man sich zum Beispiel verhält gegenüber anderen Vaishnavas oder überhaupt gegenüber Menschen und und Tieren und der Natur. Und dann ist ein solcher Vaishnava allen anderen Kasten, wenn wir sie so nennen wollen, Ständen übergeordnet. Ja. Aber interessanterweise, ein Vaishnava entwickelt dann keinen Stolz und denkt, ah, ich bin jetzt besser als alle anderen, sondern er wird dann sogar noch demütiger. Das ist ja auch eine Vaishnava-Eigenschaft. Und er betrachtet sich als Diener von allen anderen. Ja, da darf ich noch kurz was sagen. Genau, ich finde auch, dass im Krishna-Bewusstsein kann man sich wirklich sehr weiterentwickeln und diese Fähigkeiten erlangen. Und durch den heiligen Namen werden wir eben gereinigt und bekommen Unterstützung. Wenn ich sowas lese, 26 Eigenschaften, denke ich auch mal, oh Gott, ich bin ja Lichtjahre davon entfernt. Aber nein, wir kriegen ja die Unterstützung. Und was ich auch noch einen wichtigen Punkt fand, ist, durch die Ersteinweihung können wir zu Krishna gelangen. Weil wir uns auch gefragt haben, ist es wichtig, dass wir noch eine Zweiteinweihung nehmen oder nicht oder überhaupt eine Ersteinweihung? Also durch Genau, die Ersteinweihung, ja. ganz kurz. Bei der zweiten Einweihung sagt der spirituelle Meister, ja, ich habe das jetzt so beobachtet. Du folgst wirklich den Standards. Und hiermit gebe ich dir jetzt auch die Ermächtigung, diese typischen brahmanischen Tätigkeiten wie Priesterverehrung oder Opferzeremonien, dass du die durchführen kannst. Und dass du auch, ich gebe dir dadurch auch die Bestätigung, du kannst auch predigen. Also du bist sozusagen auch als Prediger autorisiert. Das ist jetzt nicht zwingend abhängig davon. Wir können auch ohne eine zweite Einweihung über Krishna sprechen. Aber es ist sozusagen Srila Bhaktisiddhanta Saraswati hat dieses System eingeführt, um auch der Welt, besonders auch dieser alten Hindu-Auffassung, die viele Jahrhunderte geherrscht hat, um der dadurch ein Zeichen zu geben. Also es hat einen praktischen Wert und aber auch einen symbolischen Charakter. Ja, schön. Ja, ich schaue auf den Glockenturm. Es hat Andreas hat sich geläutet. noch kurz gemeldet. Ich weiß nicht, Okay, ob da noch. Andreas. Ja, okay. Also Krishna Chaitra Swami hat zu mir gesagt vor ein paar Monaten, die erste Einweihung ist ein Experiment. Es liegt an uns, was wir daraus machen. Genau, Da richtig. ist, ja, hat ein bisschen erzählt, ja, für was brauchen einige einen spirituellen Meister, wenn sie nicht folgen? Und dann ist er draufgekommen, ja, die erste Einweihung ist ein Experiment, ob wir ihnen auch folgen. Genau, und bei diesem Experiment können wir halt den vollen Erfolg, wenn wir das richtig durchführen, haben wir die Möglichkeit, den vollen Erfolg dieses Experiments zu erlangen. Es ist wie wenn jemand dir Batterie, zwei Drähte und eine Glühbirne gibt. Du kannst mit den Kabeln dir in der Nase rumbohren, wenn du das nicht ernst nimmst, aber du kannst auch eine ganze Halle zum Leuchten bringen. Und Gott sei Dank, wenn du zu doof bist, sage ich mal, diese Kabel dahin zu stecken, wo sie hingehören, hast du ja deinen Guru, der dir dann da auf die Sprünge hilft. Das ist doch das Schöne. Genau, und selbst aber dann kann es sein, dass du zu doof bist oder sagst, nö, das interessiert mich nicht, ich mache mein eigenes Ding, die kommen jetzt in die Nase rein. Da, genau, das liegt aber nicht an der Doofheit, sondern einfach an deiner Einstellung, an deiner Ernsthaftigkeit, denke ich Genau. mal. Ne, und dann ist der Schüler nicht gewillt, das Experiment vorschriftsmäßig durchzuführen und kann dann auch den
Erfolg dann nicht für sich beanspruchen. Also wir haben es immer noch auch in der Hand, ganz viel. Ich bedanke mich an alle, die heute live mit dabei waren. Falls du auch mal live mit dabei sein willst, in der Videobeschreibung findet ihr den Zugangslink. Ansonsten abonniert gerne unseren Kanal. Und vielen Dank an die Martina, Bhaktin Martina, die das hier heute vorgetragen hat. Ich schätze, ihr hattet noch ein bisschen mehr im Köcher, aber wir haben, glaube ich, einiges hier doch relativ gründlich besprochen. Und dann freue ich mich auf nächstes Mal. Ich würde sagen, wir verabschieden uns alle mit einem zweimal geborenen Hare Krishna. Keine Ahnung, ob es... Ich glaube, das war jetzt eine Spekulation. Zweimal geborenes Hare Krishna. Aber es befähigt uns, auf die Stufe von zweimal Geborenen zu kommen. Das ist auf jeden Fall keine Spekulation. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alle zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alles Gute. Hare Krishna.